Nee, ich hatte den Cheeseburger. Wir fangen jetzt an, mir egal, was er sagt. Daniel Cheeseburger. Okay, ich geh mal kurz aufs Klo. Ich muss noch nicht mehr was essen. So, das ist meine Geldbörse. Denkt immer an die Rente, Kinder! Die kommen von unten. Einfach, indem wir euer wahres Potenzial so schnell. Mein Gedärme, keep exploding! Niemand würde Gedärme hinschreiben. My Balls. Ja. Ja. My Creeper. Also, legt los! Nehmt all mein Geld! Nehmt es sofort! Nehmt all mein Geld! Nehmt es sofort! Nehmt es! Wenn du keine guten Ideen hast, nimm eine schlechte. Hab ich schon! Ich bin on fire, wie ein Waldbrand. Dein Kaffee wird kalt. Chris, trink schnell! 2, 1. Okay, gut. Easy. Grad doch so. Okay, gehen Sie bitte nach vorne. Viele von uns kennen das bestimmt. Scheiße, wenn ich noch einmal Amogus hören muss. Dafür gibt es jetzt eine brandneue Erfindung, mit der man sich vor dem Wort Amogus schützen kann. Ich möchte euch nämlich erstmal die Zeichnung zeigen. Wir sehen, das sind, wie es die Zeichnung schon verrät, Eisenschuhe. Genau. Diese Eisenschuhe kann man sich in die Ohren stecken und dann kann man Musik hören, statt andauernd den Leuten zuhören zu müssen, wie sie Amogus sagen. Das Geile ist, ihr könnt euch nicht nur vor Among Us damit schützen, sondern ihr habt noch richtig Swag. Das ist die swaggige Art, sich vor Among Us zu schützen. Kommt das auch mit verschiedenen Farbenvariationen? Ja, aber die kosten dann extra. Oh. Mit die Eisenschuhe sehen aus wie ein umgekehrtes Amogus-Wüste, nur mal so. Nein. Chris, gehen Sie bitte nach vorne und präsentieren Sie der Klasse, was Sie vorbereitet haben. Okay. Also, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ihr braucht einen stärkeren und heftigeren Bizeps. Ne? Ja, ist ein simples Problem. Kennen viele. So, okay, dann fangen wir erstmal mit der Zeichnung an. Wir haben etwas ganz Besonderes. Und zwar die Muskeln zum Aufblasen. Das im Hintergrund ignorieren wir. Das kennt ihr nicht. Ihr wisst gar nicht, von wem das Ganze ist. Ne? Und wie nennen wir das Ganze natürlich ganz präsentativ? Es sind natürlich die Pustemuskeln. Okay, was macht man mit den Pustemuskeln? Okay, ich glaube, es wird sich am einfachsten erklären, wenn ich einfach den Slogan zeige. Denn, naja, wenn du keine Muskeln hast und auch keinen Bock hast zu trainieren, kannst du sie am besten aufblasen. Und mein Slogan ist, alles real und bestimmt nicht von SpongeBob geklaut. Oh, wait. Kommt dieser Taumel im Hintergrund, kommt er dazu? Okay, warte, ich muss kurz die Papiere holen. Also, was ihr machen könnt, wenn ihr Genshin Impact mögt, es gibt dafür zwei Dinge, die du tun kannst. Okay. Erstens in den Müll schmeißen und zweitens dein ganzes Leben in den Müll schmeißen. Und diese Erfindung nenne ich einfach Gefallen für alle. Gewonnen! Beste Erfindung ever! Musst du benutzen. Inge, gehen Sie bitte nach vorne. Ja, Tossilo? Ja, kennt ihr das auch? Ihr seid verärgert über Gura-Memes. Dafür haben wir eine sehr klassische Erfindung. Und zwar den Gura-Blocker 3001 aus. Ihr habt sozusagen über euren Browser einfach ein Icon, wo ihr einfach einstellen könnt, auf welchen Internetseiten ihr keine Gura-Memes sehen möchtet. Nice. Hilft nicht bei anderen Memes, wie zum Beispiel Among Us-Memes. Oh, Scheiße! Ich wollte mir das gerade bestellen. Jetzt weiß ich nicht. Das ist doch eigentlich nur ein Nachteil für mich. Okay, Leute. Okay. Der Point mit C. Mike, geh nach vorne. Wo war das? Hi Leute, ich habe so ein komisches Problem. Und zwar alles, was ich möchte, ist nicht mehr horny sein. Also das kennst du zum Beispiel jemand wie Mützi. Und da habe ich eine Erfindung für euch, den nenne ich ganz klassisch der No Horny 2069. Nice. Der sieht ungefähr in der Praxis dann so aus. Und zwar habt ihr dann so einen Kopfkoller und ein paar Handschellen, damit ihr sicher seid, dass ihr euch nicht mehr unten am Piebelmann anfasst. Das geht auch für Frauen, also falls ihr hier eine Frau seid, könnt ihr das auch kaufen, nicht nur für Männer.
Und ich sag dazu auch gerne, nie mehr was für die Finger hält den Haushalt frei von Kindern. Danke fürs Zuhören. Okay, der war echt nicht schlecht. Mike, deine Slogans sind immer das Beste von deinen Präsentationen. Danke, ohne Scheiß. Danke, wer von euch soll sich das letzte Problem aussuchen? Ich, Herr Lehrer, ich melde mich. Ja! Ey, Junge, die liebt mich einfach, aber Alter. Aber wirklich. Ja, wahrscheinlich das bei mir zwischen den Beinen gesehen. Mützi, 3, 2, 2, 2. Das ist ein richtig. Das war meins! Okay, Tennessee, gehen Sie bitte nach vorne. Ja. Eieiei. Vergessen Sie Ihre Papiere nicht. Ja. Okay. Moment, warte, ich such gerade. Warte, ach Digga, wo ist das denn jetzt? Ach hier, okay, ja, okay, Jungs. Okay. Also, ich habe auch das simple Problem vorgestellt bekommen, dass ich mit dem Cock, mit Doppel-C versteht sich, in der Tür stecken geblieben bin. Und da habe ich etwas ganz Besonderes. Und zwar, als Zeichnung haben wir das hier. Fragt euch nicht, was das Ganze ist. Ich kann euch einfach den Titel Amogus zeigen. Und zwar haben wir den Dickhelm. Und warum hat er das mit... Okay. Also, ich hatte eigentlich noch einen Slogan dafür gehabt, um den Slogan jetzt mal so vorzulesen, weil er wurde nicht mehr abgespeichert. Der Slogan war, hängt der Dick mal in der Tür, hast du einen Helm dafür. Mit dem Kopf durch die Wand oder mit dem Dick durch die Wand? Ja. Okay, das wäre der Dickhelm. Gibt es noch in verschiedenen Farben? Natürlich. Okay. Sogar Regenbogenfarben und sogar RGB-Beleuchtung. Aber das kostet länger. Okay, warte. Ihr kennt es ja, euer Riesenschwanz, den ihr nicht habt, dann der bleibt einfach in der Tür stecken. Und ihr kriegt den noch nicht los. Da gibt's eine ganz simple Lösung. Bleibt einfach trans. Ey, ich glaube, das verstehe ich! Wenn ihr eine Frau seid, dann habt ihr aber keinen Schwanz mehr. Ich mein... Das ist falsch. Es ist falsch rum, Schatz. Es ist falsch rum. Links ist weiblich, rechts ist männlich. Egal, stell mir einfach mal vor, es wäre andersrum. Ja. Oh. Und naja. Werdet trans und die Tür ist befreit von euren Schwanz. Jetzt fühle ich mich falsch. Falsch rum, Max. Was ist, aber wenn ich nur durch eine einzige Tür gehen will, muss ich gleich trans werden? Das ist ja voll anstrengend. Das ist bestimmt voll teuer. Nein. Du kannst hier jedes Mal operieren, bevor du durch die Tür läufst. Ja. Wow. Hey, du bist doch eh reich. Bezahlt das die Krankenkasse? Natürlich. Ah, okay, nicht. Gut. Nicht. Was? Ja. LG, gehen Sie nach vorne. Ihr kennt es? Euer mächtiges Teil bleibt mir in der Tür stecken. Dafür habe ich leider, ich habe keine Lösung dafür, dass das nicht passiert, aber ich habe eine Lösung, falls das passiert. Okay. Und zwar... Butter. Butters? Nee, Butter. Hm. Gut. Funktioniert nicht nur bei Türen. Zwinker. Dann mit ein Zwinker. Das ist actually das sinnvollste, also realistisch sinnvollste. So, erstmal möchte ich mich beschweren, denn Max hat bei mir abgeschrieben. Und ich werde euch zeigen, dass meine Erfindung tausendmal besser ist. Der Lehrer hat abgeschrieben! Ihr kennt das nämlich, ihr mit eurem 21er Cock bleibt ihr in der Tür stecken, aber wenn ihr gar keinen Cock habt, kann das gar nicht passieren. Und deshalb präsentiere ich euch den Cock zu Imitator. Ja, wie Sie sehen, das ist eine andere. Dann können Sie auf Ihren 21er Cock zielen, einmal abdrücken und dann wächst der zurück zu einem weiblichen Geschlechtsorgan. Okay, das ist die. Und wir alle wissen, wie ich es immer sage, ohne Cock macht gleich mehr Bock. Funktioniert das auch bei anderen Tätigkeiten? Was funktioniert das auch bei Frauen umgekehrt? Ja, also stell dir mal vor. Das ist leider die LC, da müssen sie mal. Es gibt ja auch Frauen, die stehen drauf, wenn ihr Cock stecken bleibt. Da müsst ihr den Passi zu Cockinato kaufen. Der kostet extra. Ja, der kostet ein bisschen mehr, weil. Ja, die Nachfrage ist nicht so hoch. Ich meine, jeder Mann wollte auch mal eine Frau sein.
Hallo Jungs unter euch, oder die Pimp Daniels unter euch, ihr kennt das ja, wenn ihr mit dem Cock in der Tür feststeckt, das ist ziemlich problematisch, das tut auch bestimmt ziemlich weh, wenn man nur versucht, daran zu denken. Und da macht ihr schon, nur beim Gedanken, dafür habe ich die perfekte Lösung dafür gefunden. Ich zeig's euch mal. Man sieht zwar jetzt noch nicht viel, aber wenn ihr den Titel lest, wird euch einiges klar. Der Türeintreter 6000. Ihr seht schon, unten hat er so riesige Füße. Damit, das sind einfach wie so Turbotreter, aber noch viel heftiger, Digga. Und mit denen könnt ihr jede einzelne Tür einfach wegkicken. Einfach Sidekick, die ist weg, die Tür. Die will nicht mehr. Die liegt auf dem Boden, ist kaputt. Die heult einfach nur noch rum. Und ihr seid glücklich, weil eure Tür, weil euer Pick kann weiterhin steif bleiben und muss nicht abgesägt werden. Ja, fand ich jetzt nicht so gut. Alles klar, Leute. Wow. Jetzt könnt ihr euch eure Favoriten einfach raussuchen. Ekel. Starten wir rein. Herzlichen Glückwunsch. Du hast auf jeden Stehen Fall das eine einmal. Art Erfindertalent. Ich hab ja. Hallo. Hi. Oh, hallo. Wer ist denn Tüfk? Tüfk? Steht da steht Tüfk. Ah, no. Ach, oh mein Gott. Ey, das ist beides viel zu stark. Ich kann nicht eins wählen, das ist beides zu gut. Chris? Oh je. Zeigen Sie der Discord-Gruppe, was ich vorbereitet habe. Hallo Leute. Also ich habe euch ein Problem vorzustellen. Und zwar, ich habe öfter mal mitbekommen, dass wohl der Garten öfter mal von Raupis und Hornlios befallen wird. Ist ein großes Problem, merkt man öfter, ist nervig. Ich glaube, das kam von Okay, Max. Dann habe ich hier eine wunderschöne Zeichnung für euch. Was ist das? Also ich nenne ihn auch gerne den, naja, Pokeburner. Aber dann rauchst du das ganze Gras weg, dann habt ihr keine Soße mehr. Und warte, ich hab meinen guten Slogan dafür. Hat sich das Pokémon versteckt, dann brennt das Wechsel einfach weg. Chris? Gibt es auch in Pink? Funktioniert übrigens auch bei Bisasam, aber sag das bitte mal. Hallo? Chris? Das ist die beste Alternative, wenn man nicht Dumann als Starter genommen hat. Funktioniert es? Eine Frage. Funktioniert es auch bei Wasserstartern? Das funktioniert, ja, das ist so heiß, dass das Ding einfach verdampft. So, das funktioniert auch. Und bei Feuer-Pokémon? Bei Feuer-Pokémon, keine Ahnung, das habe ich noch nie ausprobiert. Du kannst die Pokémon einfach auf deinen Totok reinpacken. Okay, ich hätte gerne Ruhe. Hallo, klasse, ich bin wichtig. Oh, Digga. Okay, ich habe ein folgendes Problem. Ich vermisse die guten alten Tage, als Mützi nicht 24/7 über VTuber geredet hat. Ja, das waren so tolle Zeiten. Und ich dachte mir, es f***t mich so ab, ich muss irgendwas dagegen unternehmen. Ich will hier nicht mehr in dieser Zeit leben, wo es VTuber gibt. Deshalb habe ich die Zeitkapsel-Kartonbox erschaffen. Und mit der Zeitkapsel-Kartonbox-Trademark, die sieht ungefähr so aus übrigens, da SpongeBob drin hat es ausprobiert für mich. Da könnt ihr einfach so weit zurückdrehen, wie ihr wollt, auch in den Kalten Krieg, wo auch immer ihr gerade Bock habt. Und ja, meine Güte. Kein Bock auf VTuber zuletzt, geht zurück, und zwar jetzt! Versand ab morgen möglich. Nice. Ich würde das gerne boykottieren. Ich möchte gleich 5 davon. Ja. Also, kennt ihr das nicht auch? Ich hasse den Geschmack von Mikes neune Freundin. Der ist neune. Mike hat gleich neun? Und zwar, habe ich eine Lösung gefunden, Fake News. Die von Gorillas empfohlen wurde. Und zwar, geh doch einfach ein Döner essen. Ja? Wenn du ein Döner isst, wirst du satt und musst nicht Mikes ekelhafte neune Freundin essen. Ich nehm gleich 10. Von Gorillas empfohlen. Ich wusste sofort, was kommen wird. Letzte Frage, was fressen Gorillas? Gorillas. Steht da. Döner.
Hä? Geht gar nicht. Bei Döner ist einfach hier. Hä? Döner? Hä? Es geht nicht. Also, ihr kennt das ja auch. Mützi überfällt euch in der Gasse und sagt zu euch: Geht bitte nach Amerika. Ich brauche die DDC-Plus Plüschtiere. Also, hier hab ich die perfekte Erfindung dafür. Wenn sie nur im Ausland verkauft werden, dann kauf sie doch einfach. Also mit den Plüschtieren. Trade-Maschine, die hat nicht hingepasst, kann man Plüschtiere einfach herstellen lassen, aber die nur noch Monika ist übrig, sorry, mit sie. Warum hat sie den Gun? Warum hat sie den Penis? Aber der ist das so ein Bootlegs. Okay, ihr kennt ja das Problem. Das war meins. Man fühlt sich einfach zum ersten Mal Sex. Zu haben. Ich hab's extra so mit Apostel, naja. Oder? Sex. Ja, und naja, viele haben das Problem, insbesondere Mike. Hi. Und da gibt's eine ganz einfache Lösung. Sag einfach nein. Was? Was? Warum nur ein Auge? Sag einfach zu deiner Freundin, während des Akt einfach nein, du hast keinen Bock. Und jetzt. Bestimmt Verständnis dafür und wird einfach sagen, okay, ich zieh mich wieder an. Möchte doch gleich einen Kaffee noch haben. Max? Ja, dann seid einfach glücklich. Sag nein und dein drittes Bein ist frei von ihren Steinen. Max, vorne weg, Max, vorne weg. Nein! Max, ihre Titten hängen von ihren Armen ab! Ja, oh mein Gott. Das war nicht für ihre Arme. Da würde ich auch nein sagen. Okay, nein. Wunderschönen guten Tag, meine Kollegen! Kennt ihr das? Ihr möchtet langsam in Mützi Junge. Einbezogen werden. Uwu. Junge, was habt ihr heute alle mit mir? Weiß es nicht. Dafür gibt es einen wunderschönen Plastik-Mützi. Damit ihr auch einbezogen werdet. Danke, das war eine bei der Präsentation. Also ich verstehe gar nicht, wer da Mützi Uwu hingeschrieben hat. John Cringe, wer das geschrieben hat, frech. Ach, Junge. Fungi, bitte mach was Besseres als dein Bruder. Ich war das nicht. Oh. Ich hoffe, war das mit den Robis. Hattet ihr den mit in den Plastik mit dem nicht? Oh nein. Oh nein. Dann präsentiere ich hiermit. Die Kindermilchfabrik. Oh mein Gott. Alter. Oh Gott. Und dann verarbeitet. Peter, gefällt das? Ey, das liegt so rechts, sind aber auch zwei Vögel. Das sind aber zwei Zapdos links und rechts. Die Schaden zum Wegwerfen. Die sind nicht. Der Slogan. Das könnte einfach das Baby könnte einfach darin sitzen und die zwei Zapdos links einfach daneben gucken den an. Rechts sieht auch ein bisschen aus wie Evitok. Gut gemacht, alle mit. Wie schade. Oh nein. Das erste Mal, dass Danny so wenig bekommen hat. Vielleicht. Und da meint sich auch scheiße. Das fand ich gut. Komm, der Döner war super. Was? Der Döner! Junge, der war super! Ja, er hat alle Probleme. Oh mein Gott! Sich was? Das letzte haben wir uns aussucht, was denn? Wie wär's denn? Ja, was denn? Dir. Och man! Oh nein, warum denn ich? Jetzt musst du das Beste einfach aussuchen. Okay. Guck dir was aus, womit man auch was machen kann. Okay. Ich hab nichts Besseres gefunden. Ja, das war meins! Oh nein! Oh yeah. Es tut mir leid, ich hab nichts Besseres gefunden. Ich weiß ganz genau, was ich zeichnen will. Nicht mehr viel Zeit zum Zeichnen. Oh oh. Ich drücke auf Submit. Oh jetzt. Hast du das gesehen? Ja, wenn der so 8000 Mal durchgeskippt ist. Zu nerven. Ja. Los mit sie, okay. Nerven als erstes. Also, wir haben folgendes Problem. Ich muss eine Among Us Party organisieren. Ja. Das ist natürlich eine Herausforderung, da kein Among Us zu bekommen. Aber es hat eigentlich nichts mehr mit zu tun,
Denn ich präsentiere euch das Amogus Rundum-Paket. Amogus. Wie Sie sehen, in diesem sind ein Mülleimer, ein Stuhl und noch weitere Objekte enthalten, die komplett normal sind und auf jeder Party da sein sollten. Warum nicht inklusive? Denkbar, Mani. Gibt es auch in verschiedenen Farben? Ja, natürlich. Es gibt die Farbe Sassy Rot. Auch für den Daumen. Amogus Blau. Ja, ist nicht inklusive. Okay, Fungi, jetzt musst du das toppen. Hattet ihr auch das Problem? Ja. Ihr müsst eine Among Us Party organisieren. Ich hasse es, wenn mir das passiert. Dann macht euch jetzt gefasst. Denn mit dem Partybot 2600 könnt ihr so gut wie jede Party organisieren. Das sieht sehr FSK-18 aus. Okay. Warum ist das kein Animatronic? Warum ist das nicht Freddy Fazbear? Also ja, wie soll ich sagen? Ja, organisiert auch Party. Also zum Planen, sitzt nicht rum und tut dir es. Es reimt sich nicht, nein, tut es nicht. Toll. Okay, Danny. Okay, Danny, jetzt topp ich das. Ich bin gar nicht dran. Doch, Danny. Also, ihr kennt das doch sicherlich auch. Ja. Ihr müsst eine Party machen, aber ihr habt so gar keine Ahnung von Partys, ne? Und dann denkt ihr euch, warte mal, da gab es doch damals ein Produkt. Vielleicht könnte ich das ja nochmal anders benutzen. Was? Also, das wird auf jeden Fall eine Party, muss ich sagen, mit der Amogan. Oh nein! Nein! Danny, was habe ich dir gestern gesagt? Nein, ich werde das nicht nehmen. Nö. Max, Amogan gezeigt. Max, bitte! Bitte täusch mich nicht. Okay. Ihr kennt das Problem. Ihr möchtet eine Among Us Party organisieren. Jetzt ein Problem. Wen sollt ihr einladen? Wen könnt ihr denn einladen? Und naja. Wer feiert denn überhaupt Among Us aus? Natürlich Kinder. Man muss einfach Kinder locken. Yeah. Ich habe diesen Pädophilen beauftragt. Ist das dein Daumen? Okay, Inge, jetzt top das. Okay, gut. Ihr kennt das Problem? Nein. Du müsst eine Party für Among Us organisieren. Hast du mal versucht, es nicht zu machen? Nein? Dann stelle ich euch jetzt vor. Schlaf einfach, du. Denn wenn du schläfst, kannst du auch keine Party organisieren. Und wenn du keine Party organisieren kannst, gibt es auch kein Problem damit. Yay. Yeah. Das war das Lustigste an der Folge. Chris, kennen Sie? Du bist ja so erstaunt davon, dann zeig mal, was du so nicht krasses hast. Okay, ich muss eine Among Us Party organisieren. Kennt ihr bestimmt alle, ne? Haben wir schon öfter mal die Situation gehabt dafür. Ist immer ein bisschen schwierig. Nein, denn, ich schlaf da immer. Als einzelne Person ist es halt echt schwer, sowas zu machen. Und ihr könnt auch nicht 50 Leute für einen Abend organisieren, weil das ist halt mega verkackt teuer. So, Situation. Dafür habe ich euch etwas ganz Besonderes erfunden. Und ihr seht schon ganz genau. Was ist das nur? Es ist der Botlus. Man schon nicht mehr erkennen kann. Er kann mit seiner wunderschönen Partyhut. Nein, das ist nicht die falsche Schlosse von Gagura. Und mit seinem wunderschönen Tablett kann er Leute bedienen und mit seinem Messer kann er Leute abstechen, wenn sie dir auf den Sack gehen, während du da gerade rumläufst. So, ganz einfacher Titel. Ken hat für dich die ganze Nacht und hat dumme Gäste weggeklatscht. Hashtag Amogus. Raute Zeichen. Okay, Chris, und gibt's den auch in verschiedenen... ist auch egal. Hallo, Freunde. Heute will ich euch zeigen, wie ihr Problem lösen könnt, wenn ihr haben eine Among Us Party, die ihr organisieren müsst. Nee, jetzt mal ganz ehrlich, ihr kennt das vielleicht, eure Kinder reden immer von diesem Among Us oder wie das heißt, ne, dieses komische neue hippe Spiel, was alle haben. Und keine Ahnung, ich bin Mutter, Vater und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Und ich gehe so in den Laden und da habe ich das hier auf der Packung gelesen. Deine Kinder lieben Among Us, gebt ihnen dies und sie werden sus. Ich präsentiere euch das Among Us Party Pack.
In diesem Partypack findet ihr reichliche Sachen, die irgendwas mit Among Us zu tun haben. Also zum Beispiel auch Teller, Besteck, Partyutensilien, alle mit Among Us Bootlegs draufgeklatscht. Und ich hafte übrigens dafür nicht, falls da ein Imposter drin ist. Das kann manchmal passieren, das rutscht mir aus. Aber danke fürs Zuhören und kauft meine Sachen, danke. Ich hab eine Frage. Du hast gesagt, Vater/Mutter, was ist, wenn ich ein weiblicher Vater bin? Okay, dann möchte ich nochmal sagen, Mutter/Vater/Divers/Helikopter/Amorus. Richtig, Amorus. Hey! Herzlichen Glückwunsch!